Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Episode FIFA 20. Ja, später Ausgleich von Beretta verhindert meinen 5-Sieg und ich denke, der Sieg gegen Leipzig wäre mehr als verdient gewesen. In der zweiten Hälfte nicht eine Torchance für RB Leipzig und ich hatte mehrere Chancen auf das 4:2, was natürlich die Entscheidung gewesen wäre. Doch hinten raus habe ich mich dumm angestellt, bin in der Verteidigung nicht mehr zum Einsatz gekommen oder nicht richtig rangekommen. Und dann haben sie mir eben das 3:3 noch ins Netz gelegt. Was soll man dagegen tun? Keine Ahnung. Heute das Spiel gegen Leverkusen ist, denke ich, nicht weniger schwer als Leipzig. Weil Leverkusen auch durchaus, zumindest in der Realität, Qualität auf den Platz bringen kann. Und da muss man halt mal schauen, ob ich da was reißen kann. Wir fördern zunächst einmal wieder unsere Spieler. Wie immer, Training. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, das sind jetzt aber auch die harten Wochen mit Paris, Bayern und Frankfurt danach. Kann das sein? Also auf jeden Fall habe ich Paris und die Bayern. Ich glaube, Bayern war das Pokalspiel. Gucken ganz kurz nochmal auf die Tabelle, auf den Kalender. Wir haben jetzt erstmal das Spiel, genau. Leverkusen, Paris, Frankfurt, Bayern. Und dann die relativ einfachen Spiele im Vergleich dazu gegen Berlin und gegen Bremen. Wir haben englische Wochen vor der Brust, was nicht ganz so schön ist. Da muss ich mal gucken, inwiefern ich da eben die Mannschaft zusammenstellen kann, um trotzdem noch was reißen zu können. Aber hier, monatliche Informationen. Potenzial ist immer noch hoch bei ihm. Auch nicht schlecht. Ja, da habe ich ganz gute Jungs geholt. Ich muss sie halt nur spielen lassen. Das ist das Problem. Das Potenzial spricht mich nicht so an. Da, na, als Torwart nicht. Er geht schon weg. Und ich denke, die restlichen brauchen wir eigentlich auch nicht anschauen. Wenn wir da mal realistisch durchgehen. Ich denke, dass diejenigen, die eben viel Potenzial zeigen, schon von mir gesichert wurden. Er ist 18 und Torwart ist mir schon zu alt. Für die Torhüterposition, weil da habe ich einfach schon zu viel. Und er ist noch nicht lang genug beobachtet worden. Sonst hätte ich ihn vielleicht noch genommen. Weil er halt ordentliches Potenzial hat und variabel ist. Er hat die gesamte Dreierkette, die ganze Position in der Defensive spielen können. Aber eben nur 2 Monate untersucht. Und bei 2 Monaten, da kann auch so viel sich verändern. Ist nicht gut genug untersucht worden. So, wir haben ein Freitagsspiel gegen Leverkusen. Leverkusen auf Platz 9. Die haben bisher eher mittelmäßig. 6 Siege, 6 Niederlagen, ein Unentschieden. Ich bin punktgleich mit den Dortmundern. Die Frankfurter greifen auch nochmal an. Und die Bayern schon ein bisschen abgeschlagen. 9 Punkte Rückstand auf uns, auf die Tabellenführer. Ich sag mal Tabellenführer im Plural. Ich zähle mich mal dazu, weil uns trennt ja nur ein paar Tore. Aber ich wünsche euch nun viel Spaß bei der Zusammenfassung. Bayer Leverkusen gegen Mainz 05. Und hoffentlich seid ihr auch danach dabei, wenn es in der nächsten Episode weitergeht mit der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Bis dahin erstmal schönen Tag und hoffentlich gibt es viele Tore für mich. Viel Spaß! Nach dem späten 3:3 gegen Leipzig müssen die Mainzer heute in Leverkusen ran. Und Bayern für Leverkusen ist gleich motiviert nach vorne unterwegs. Bale rechts raus auf Richarlison. Der wird attackiert von Quaison. Aber gut gemacht, Richarlison behält den Ball, geht nochmal zurück zu Henderson. Richarlison wieder auf rechts. Der gegen Perrault. Schön gespielt zu Bale. Bale zieht nach hinten. Immer noch Bale. Schöner Haken. Mainz geht dazwischen. Oh, Lee mit dem Ballverlust. Nochmal nachgesetzt. Leverkusen hat den Ball. Diaby. Immer noch Diaby. Schöne Einzelleistung. Diaby. Diaby geht an einem vorbei. Diaby ist durch. Pariert von Miller und der Kopfball. Bale geht dazwischen. Doch nochmal Bale hat die Chance. Bale weiter. Und da kommt er direkt ab nach 1:0 für Leverkusen. 5. Minute. Es ist Kierkezkov, der diesen Ball von Bale direkt aus der Drehung nimmt und ins lange Eck setzt. Wunderbar an den Innenpfosten. Keine Chance für Mainz 05. Keeper Müller. Hier sehen wir es nochmal. Bale direkt aus der Drehung. Und Kierkezkov nimmt den Ball ebenfalls direkt. Wunderbar gemacht vom Stürmer Leverkusens. Der Ball dreht sich perfekt rein. Leverkusen mit der frühen Führung. Aber Mainz schüttelt sich nur kurz und kommt dann über Perrault und Cessenior weiter in den Lauf von Quaison. Quaison gut gehalten vom Patricio. Richarlison, jetzt Konterchance für Leverkusen. Doch Liege dazwischen, der wieder auf Fernandes.
Wartet kurz. Zurück auf Lee. Lee, schöner Lauf von Sessegnon. Sessegnon nimmt den Ball direkt. Gute Möglichkeit für Patricio, der wieder auf dem Posten ist, sich auszuzeichnen. Hier sehen wir es nochmal. Direktabnahme von Sessegnon und die Ecke bleibt ungefährlich. Nur kurz darauf kommt Leverkusen über Bale, aber Mainz geht dazwischen. Trotzdem Richarlison mit etwas Glück kommt an den Ball. Richarlison ist im Strafraum, legt zurück Bale. Direktabnahme, Müller ist da. Er reißt Müller die Fäuste hoch und pariert hier. Schön gemacht. Gut zurückgelegt. Strammer Schuss mit links. Und es gibt Ecke für Leverkusen. Die wird reingebracht von Henderson. Reingeflankt. Kopfball. Wieder ist Müller da. Müller pariert gegen Paulsen zur nächsten Ecke. Hier sehen wir es nochmal. Kopfball auf den kurzen Pfosten. Aber genau auf Müller. Deswegen kein Problem für die Nummer 1 der Mainzer. Henderson diesmal Kurzeck bei Variante auf Diaby. Legt zurück auf Stanilevsic. Weiter auf Kirkaskov. Der schießt. Abgeblockt. Bale war dazwischen. Deswegen die nächste Ecke für Leverkusen. Hier sehen wir es nochmal. Der Schuss und der Oberschenkel klärt den Ball zur Ecke. Die bringt reingebracht von Bale. Kurz auf Diaby. Der legt wieder zurück. Stanilevsic zieht immer rum. Versucht zu schießen. Gut dazwischen gegangen. Und jetzt der Konter von Mainz. Und die Siva auf Fernandes. Fernandes läuft Richtung Tor. Links läuft Quaison mit immer noch Fernandes. Verfolgt von drei Leverkusern. Fernandes ist im Strafraum. Fernandes, Ausgleich! Eine Energieleistung von Edimils und Fernandes. Er läuft quasi über drei Viertel des Platzes und hämmert dann das Ding ins Netz. Hier sehen wir es nochmal. Verfolgt von drei Leverkusern. Der vierte orientiert sich auch noch rüber und er knallt das Ding trotzdem in die Mitte des Tores. Ja, halb rechts, keine Chance für Patricio. Ausgleich für Mainz 05. Kurz darauf kommt Leverkusen im Mittelfeld über Stanilevsic. Ja, links raus auf Diaby. Der lässt der Tsunali stehen. Diaby. Oh, Fernandes schaut nur zu. Pierre Gabriel ist auch nur Zuschauer. Die Flanke in die Mitte, doch hat klärt. Lee behauptet den Ball. Und sofort der Konter als Tsunali. Auf Onisivo, weiter auf Quaison. Unten ist Sessegnon. Quaison sieht ihn. Ryan Sessegnon hat den Ball, legt ihn sich vor. Ist nun im Strafraum. Sessegnon. Mit dem 2:1. Mainz dreht das Spiel. Wenige Minuten haben sie gebraucht, um aus dem 0:1 ein 2:1 zu machen. Ryan Sessegnon ist der Nutznießer des Mainzer Konters. Stark gemacht, stark umgeschaltet von den 05ern. Und die Übersicht von Onisivo und dann später Quaison, der diesen Diagonalball spielt. Und am Ende bleibt Sessegnon ganz cool und schiebt den Ball durch die Hosenträger von Patricio. Der ja nichts machen konnte, keine Chance. Ja, ging nicht durch die Hosenträger. Aber trotzdem. Direkt nach dem Anstoß nimmt Diaby den Ball wieder an sich. Ja, wird aber gedoppelt, deswegen haben wir zurück auf Paulsen. Paulsen schön durch zwei Mann durch, nimmt Diaby mit. Der wieder gegen Pierre Gabriel, wieder die Flanke in die Mitte. Wieder geht Hack dazwischen. Alexander Hack leitet den nächsten Konter ein. Sessegnon schön nach innen gezogen. Weiter auf Fernandes. Direkt auf Quaison. Quaison in den Lauf von Onisivo. Onisivo ist im Strafraum. Onisivo liegt vor. Fernandes alleine. Fernandes gut gehalten. Patricio. Und Onisivo ist da. 3:1. Mainz macht den Doppelschlag. Und was für eine erste halbe Stunde. 4 Tore in 31,5 Minuten. Da Patricio auch noch ein paar Bälle gehalten hat, hätten hier mehr Tore fallen können, weil auch Müller schon 2-3 Schüsse parieren konnte. Richtig gute erste Halbzeit. Dann machen die Teams ein bisschen langsamer, kurz vor der Halbzeit dieser Fehlpass. Dann kommt Henderson auf Kikeskov. Kikeskov, ja, wird früher attackiert von Hack, der den Ball aber wieder zum Gegner spielt. Henderson reagiert schnell. Kikeskov, zweite Chance für ihn. Kikeskov zieht nach rechts, hält den Ball nochmal. Ja, die suchen eine Lücke, die Leverkusener. Stanilevsic, Henderson, direkt hier Keskov, weiter auf Bale. Bale, schön in den Lauf von Diaby, der liegt nochmal quer, da ist Pausen, 3:2. Wunderschön herausgespielt von Bayer Leverkusen. Da haben sie sich die Mainzer Defensive zurechtgelegt. Und am Ende war der Platz da, einmal rausgespielt, direkt wieder in die Mitte. Paulsen völlig alleine am 5-Meter-Raum und dementsprechend keine Chance für Florian Müller im Tor, der 05er, der nur hinterher hechten kann. Und ansehen muss, dass es mit 3:2 in die Halbzeit geht. Kurz nach der Pause die Ecke für Leverkusen. Kurz ausgeführt. Sessegnon geht früh ran, aber der Ball kommt trotzdem zu Paulsen. Paulsen, die Flanke in die Arme von Florian Müller. Müller wartet kurz und sieht, links ist ein bisschen Platz. Perrault dreht sich einmal rum. Perrault weiter auf Sessegnon.
Sessegnon legt sich den Ball vor. Lässt Grab einfach stehen. Immer noch Sessegnon. Sessegnon ist links durch. Sessegnon zielt Richtung Grundlinie. Sessegnon legt zurück. Lief 4-2. Was für ein Hammer. 52 Minuten. Das Spiel geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Kang gegen Lee. 4-2 für Mainz. 6 Tore sind bereits gefallen. Und da kann der Keeper Patrizio nichts machen. Wir sehen das nochmal hier. Starker Lauf von Sessegnon. Er legt zurück und Lee nimmt den Ball direkt. Das Netz hält gerade noch so stand gegen diese Volley-Abnahme, die Direktabnahme. Quaison zieht den Kopf noch ein und dadurch keine Chance für Patrizio, schnell genug zu reagieren. Nur wenig Augenblicke später wieder Mainz. Fernandes schenkt den Ball aber her. Bale. Gareth Bale wartet, spielt dann auf Paulsen. Der dreht sich nochmal rum. Paulsen quergelegt, da ist Diaby. 4-3. So schnell geht das. Direkt im Gegenzug kommt Leverkusen wieder ran und Paulsen da ein bisschen mit Glück, aber auch gewollt, er wollte zu Diaby spielen, der nimmt den Ball an und knallt dann das Leder ins untere Eck, keine Chance für Müller, weil der Schuss sehr stramm ist. Wie lange können die Mannschaften dieses Tempo noch hochhalten, fragt man sich. 2 Minuten später Freistoß für Mainz. Zunali, ja, schenkt den Ball her. Leverkusen will klären, hat ein paar Probleme. Dann kommt der Ball raus. Doch, da ist Fernandes. Er hält den Ball im Spiel. Weiter auf Onisivo. Lee. Schön direkt auf Quaison. Der geht um zwei Mann rum. Quaison. Schuss. Und wieder gehalten, Patrizio. Schöner Schuss von Robin Quaison. Und dann nehmen die Teams wirklich mal eine kurze Ruhepause. 25 Minuten noch zu spielen. Leverkusen kommt über Henderson. Amiri. Oh, Boetius kommt von ganz links und hilft. Traoré schaltet schnell, schickt Onisivo. Karim Onisivo gegen Mandy. Karim Onisivo mit dem Haken, zieht Richtung Tor Onisivo. Patrizio hält. Der Ball wird rausgeköpft, doch Boetius nochmal da. Boetius weiter auf Fernandes und dann kann Leverkusen klären. Nochmal ein Blick auf diese Chance. Sensationeller Pass von Traoré in den Lauf von Onisivo, der einfach nur eine Körpertäuschung zieht und dann versucht das mit links. Aber wir sehen hier Patrizio. Bleibt sein Mann stehen und pariert. 10 Minuten noch zu spielen. Die Ecke. Ah, da kommt nochmal Traoré. Hält den Ball. Perrault. In den Lauf von Fernandes. Fernandes. Mit der Flanke. Quaison. Artistisch, aber ungefährlich. Kein Problem für Patrizio. Die letzten 10 Minuten laufen. Und Leverkusen kommt nochmal über die linke Seite. Bellarabi. Ja, Latzer verfolgt ihn. Bellarabi ist aber schnell. Er ist schneller als Latzer, hat dementsprechend jetzt hier ein bisschen Luft. Latzer kommt hinterher, stört ihn aber nicht. Mainz hat trotzdem den Ball. Pierre Gabriel zu Traoré. Jetzt wieder eine Mainzer Chance kommt dann. Traoré kreuzt einmal die Wege. Nimmt dann links Boetius mit. Jean-Paul Boetius. Gekommen für Ryan Sessegnon. Zieht nochmal nach innen. Versucht es alleine, Patrizio hält. Und der Ball wird geklärt. Dann Bellarabi setzt sich gegen Pierre Gabriel durch. Schön gespielt von den Leverkusern. Sie kommen nochmal. Das ist die letzte Möglichkeit der Partie. Bellarabi über links. Gegen Traoré. Bellarabi setzt sich durch in den Lauf von Paulsen. Schöner Lupfer. Paulsen versucht es. Das war's. Mainz gewinnt mit 4-3.